Чики-прики, чики-прики. Чики-прики, чики-прики, чики-прики ТФАО. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Чики-брики ТФАО. Eine Sendung für Verliebte, Verheiratete und Versuchende. Kurz gesagt, eine Sendung für Versager. Eine Legende besagt, Frauen lieben mit den Ohren, Männer mit den Augen. Nun, um das näher zu erläutern, haben wir heute einen Experten eingeladen. Er ist Doktor für Charme und Feminologie, meine Damen und Herren, Professor Dr. Malinki Pisunchik. Aber vorher... Ну так, erster Brief ist von Detlef Alfons, ой боже. Hallo Petja, ich bin single. Да ну, kein Wunder bei dem Namen. Alle machen mir Druck, warum ich immer noch keine Frau habe. Was ist daran denn so schlimm? Так, lieber Alfons. Erstens, wenn du als Mann zu lange single bleibst, hast du irgendwann nur noch die Wahl zwischen verrückten Weibern und alleinerziehenden Müttern. Zweitens, je länger du als Mann Single bleibst, mit desto mehr Leuten bummst deine zukünftige Frau. So, nächster Brief. Von einer Frau. Uschi schreibt: Liebe Petja, mein Freund und ich haben bald das erste Mal Sex. Ich habe von Freunden gehört, dass er den Sex, den er mit anderen Frauen hatte, heimlich auf Video aufgezeichnet und ins Internet gestellt hat. Ich habe jetzt Angst. Was soll ich tun? Und dann nun, liebe Uschi, ich kann dir sagen, lass bei Sex einfach immer ein Disney-Soundtrack laufen. Weißt du, wenn dieser Mann wirklich eine Sextape von euch machen will und ins Internet stellt, kannst du sicher gehen, dass Disney wegen der Musikrechte dafür sorgen wird, dass das Video wieder gelöscht wird. So, Damen und Herren, letzter Brief. Oh, von Ivan. Здорово, Петя! Ich kann zurzeit nicht mit meiner Frau schlafen. Wahrscheinlich kann ich mit überhaupt keiner Frau schlafen. Was ist das? Ich sage dir, Ivan, das nennt sich Ehe. So, Damen und Herren, und jetzt heißt ihn herzlich willkommen. Bitte einen riesen Applaus für Professor Dr. Malinki Pisunchik. Здорово, Петя. Профессор, доктор, маленький писюнчик, Sie sind also Experte in Feminologie, ja? Exakt. Ich habe eine Doktorarbeit verfasst über die männliche Rebellion gegen die feminine Anziehungskraft. Anno, und was heißt das? Im Grunde genommen setze ich mich in dieser Arbeit mit der Frage auseinander, ob ein Mann in der Lage ist, dem Charme einer Frau zu widerstehen, sofern diese Frau ihm gefällt. No. Im Grunde genommen ist das so, als würde ein Malwettbewerb stattfinden zwischen deinem Kopf und deinem Penis. Und während der Penis elegante Schriftzeichen von sich gibt und kreiert, hat der Kopf nichts weiter zu bieten als diesen Stempel. Ah. Der Penis gewinnt also immer, hä? Bis zum 50. Lebensjahr wird er immer gewinnen. Und dann? Ich werde auch weiterhin gewinnen, aber es wird schwieriger für ihn. Herr Pisunchik. Doktor Pisunchik. Doktor Pisunchik. Das bedeutet also, eine Frau ist nicht zu besiegen, ne? Völlig ausgeschlossen. Ich denke, die Zuschauer interessiert das auch. Gibt es denn eine Möglichkeit, diesem,
Malwettbewerb zu entgehen? Wenn die Frau nackt ist. In diesem Fall wird jegliche Einleitung von Wettbewerb sofort storniert, unabhängig davon, wie enorm der Diskurs zwischen diesen beiden Individuen abläuft. Eine nackte Frau hat immer recht. Mit einer verliebten Frau kann ein Mann alles machen, was sie will. Frauen sind einfach nicht zu durchschauen. Nicht für einen Mann. Exakt. Ich verstehe meine Frau bis heute nicht. Ständig durchsucht sie meine ganzen Klamotten nach fremden Haaren, weil sie von der Überzeugung ist, dass ich ihr fremd gehe. Bis heute hat sie nichts gefunden, ja? Und jetzt denkt sie, ich betrüge sie mit einer glatzköpfigen Frau. Hey Professor, einige der Zuschauer haben noch Fragen an Sie. Der erste Anrufer ist schon in der Leitung. Paul, здорово, schieß los. Oh, ich glaube, meine Frau betrügt mich mit dem Nachbarn. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie kann ich sicher sein? Wenn dieser Mann deiner Frau einen Witz erzählt und sie darüber lacht, dann merke dir diesen Witz. 3 Wochen später erzählst du ihr dann diesen Witz nochmal und wenn sie nicht lacht, dann weißt du, sie schläft mit ihm. So, schon kommt nächster Anruf. Ivan, здорово, schieß los. Meine Frau hat mich verlassen. Ich vermisse sie. Wie kriege ich das wieder weg? Wenn du jemanden sehr stark vermisst, dann stell dir einfach vor, wie viel besser es dieser Person gerade ohne dich geht. Das hilft. Nächster Anruf kommt von Gisela. Здорово, Gisela, schieß los. Sag jetzt mal, Sie sind ja verheiratet, gell? No. Wie haben Sie denn die Liebe Ihres Lebens für sich erobert, hä? Danu, ich hatte schon länger ein Auge auf Sie geworfen und dann habe ich Sie gefragt, ob Sie Lust hat, am Samstag mit mir rauszugehen. Ja und? Danu, sie hat gesagt, sie heiratet am Samstag. Bin ich rausgegangen mit ihr am Freitag. Wahre Liebe findet immer ihren Weg. Herr Pisunczyk. Dr. Pisunczyk. Dr. Pisunczyk, Entschuldigung. Man sagt ja, Versöhnungssex sei der beste Sex der Welt. Was halten Sie davon? Das kommt darauf an. Ist es Streit mit der Frau? Dann ja. Ist es Streit mit dem Vater? Dann nein. Dr. Malinki Pisunczyk, meine Damen und Herren, das war es für heute mit Chiki Briki TV. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr hässlichen Versager. Ich brauche mehr Apfelsaft. Chiki Briki.